It's your boy Skinny P, meine Damen und Herren, ihr werdet es nicht glauben, Overwatch gönnt wieder! Ich habe einen richtig leckeren Fall, hoffe ich zumindest. Ich habe die ersten zwei Runden angeschaut und direkt gesehen, der hat Knife. Gut, da kann man natürlich schon einiges erwarten. Ich sage hier noch direkt Folgendes. Der Gewinner vom letzten YouTube-Giveaway wird hier angesagt und wir machen auch direkt ein neues. Also Obacht! Ich habe hier, wie gesagt, zwei Runden angeschaut und in der ersten Runde dödelt er ziemlich rum. Ich kann euch auch mal die Stats zeigen. Also mit 5-4-7 ist er wirklich nicht auffällig. Wir können natürlich auch nochmal generell die anderen anschauen. Das habe ich gar nicht gemacht letztes Mal oder halt vorhin. Dann werde ich das hier jetzt hier alles so zurechtlegen. So, Dille, wir spulen ein bisschen, bis er was macht. Oder hat man schon gesehen? Habt ihr das Knife gesehen? Sag mal, ein Lore hat er am Start. Eine Lore. Und mir ist aber erst recht spät aufgefallen, weil ich hier noch ziemlich schnell am Spulen war. Denn hier war die Runde einfach zu Ende. Und dann läuft er hier mit dem Ding um, ein Felsche Knife Lore. Gibt's das? Steht da Lora? Sieht aus wie Lora ein bisschen. Ja, also jetzt hoffe ich doch für ihn, dass er da nicht dick am Reinschieten ist, sondern dass er vielleicht maximal in Richtung Spielbehinderung geht. Weil er war jetzt halt diese eine Runde sehr lange hinten gestanden. So lange, dass er keinen einzigen Gegner mehr gesehen hat. Sie sind dick am Gewinnen. Es steht 9-3. Also man könnte fast behaupten, er kann sich ja auch leisten, einfach stehen zu bleiben, aber eben nicht. Also das ist anti-competitive, so mit Griefing und nicht gern gesehen. Und eben auch ein Grund, dass man halt, oh, da hat kurz die Demo geleckt, dass man da eben auch einen Bann bekommen kann. Beziehungsweise ein Timeout oder wie auch immer. Ich weiß nicht, warum er da gerade hochgeaimt hat, merkwürdig. Wir sind hier dennoch auf sein Fadenkreuz, auf sein Fadenkreuz natürlich fokussiert. Oh, fuck, das war vielleicht eine dumme Position, um anzuhalten. Der Gegner ist ihm irgendwie so gefühlt ins Fadenkreuz reingefallen. Shit, dude, shit. Das war jetzt gerade ein bisschen dumm. Gucken mal, was er treibt. Das habe ich jetzt vielleicht etwas blöd gestoppt halt jetzt gerade, den Punkt. Steht er jetzt wieder nur da hinten rum oder was? Sie sind generell sehr langsam. Die Mates gehen auf A drauf, werden da ein bisschen aufgerieben, sind beide weg. Es sind wieder drei Ts übrig und sie wollen wohl wieder auf B gehen. Mal schauen, wie sein Fokus jetzt hier liegt. Er macht hier seine Nate. Das ist ein, ja, das war sehr komisch geworfen, die Nate. Oh, er hat immer noch 96. Ja, 96. Die würde ich auch werfen. Nicht so wie er, aber ich hätte sie auch in die Richtung geworfen. So, das sind zwei CTs. Es ist eine Smoke vorhanden. Die Flash fliegt auf seinen Mate. Er ist sehr ungeschickt, was das angeht. Er geht auf den Plant und hat beide, so wie er guckt, im Auge gehabt. Durch durch die Säule. Sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Behind ist der letzte. Okay, er kommt da gar nicht richtig ran. Also eine winzige Vermutung in Richtung Vision Assist ist da. Aber bis jetzt hat er das halt noch nicht genutzt. Wir gucken mal. Okay, den hat er bekommen. Rechts wurde gekillt, somit ist links mit hoher Wahrscheinlichkeit der nächste. Also auch noch im Rahmen auf jeden Fall. Dennoch im Auge behalten. Er sammelt hier die Waffen. Aber er ist halt echt clumsy. Auch vorher mit den Nades. Hier auch gerade, er wollte die Nate ready machen, obwohl der Mate da gerade durchläuft. So, passt auf. Mit dir ist einer, der angesagt ist, aber die direkte Position natürlich nicht. Und auf einmal ist es ihm voll egal. Entweder hat hier auf der Map ihmchen hier, da, ach so, ja doch, das seht ihr. Ich habe da gerade den Stream-Snapper-Schutz davor vom Stream. Entweder hat er den hier schon angesagt und er weiß, okay, der ist nicht mehr Mitte. Oder aber er stinkt ein bisschen nach Käse. Weil er sich jetzt halt wirklich einfach umentschieden hat und nicht mehr auf Mitte gegangen ist. Bis jetzt reichen aber auch diese Vorwürfe oder Gedanken genau null, um ihm irgendwas zu drücken. Nicht, weil er irgendwie ein dickes Knife hat, sondern weil man sich zu 100% sicher sein soll, dass er etwas anhat. Da fällt mir ein, war der letzte fette Knife-Giveaway, Knife-Fall nicht auch auf Ancient? Ich meine, da hatten wir auch jemanden, der recht dicke Sachen am Start hatte. Nee, okay, also hier eindeutig auf den geaimt, der eben, also vom Gehör her, der gerade geplantet hat, da rechts und den linken hat er nicht wirklich erwartet. Boah, hier geht er auch komplett offen mit der Flash in der Hand in vier Gegner rein. Das ist schon krass. Schöne Shots. Oh, alle drei Headshots. Das ist schon ziemlich crank. Der erste, würde ich sagen, stabil. Der zweite normal. Und der dritte jetzt aber, uff, dass der auch reingeht, ein bisschen arg frech, ne, Monsieur? Hm. Wir gucken mal, wie er sich jetzt hochgeballert hat auf dem Scoreboard. Weil er war ja, er ist nach wie vor Letzter. Er ist hier Letzter auf der gesamten Geschichte. Also da würde ich ihm jetzt in der Hinsicht, was die Kills angeht, nicht arg viel vorwerfen. Aber die drei waren schon dafür, dass er so clumsy ist und die Nades eher auf die Mates wirft, war schon eher erstaunlich. Aber das wiederum, guckt euch das an, was war das? War das überhaupt ein Versuch? Was macht der denn? Der läuft ganz komisch in die Wand. Entweder um sie zu... Oh, Autosnipe.
Jetzt fliegt er los. Achtung, es war keiner mehr direkt dort. Da hinten kommt noch einer. Er kriegt ihn. Oh, ganz schwierig, ganz schwierig. Es fühlt sich in die Richtung Aim Assist und Vision Assist an, aber viel zu wenig, um da was zu sagen. Wisst ihr, was wir machen? Wir gehen ganz kurz nochmal rein und schauen uns die eine Runde an, die ich so blöd gestoppt habe. So, Dille. So, passt auf. Hier links der Gegner. Beide sind eigentlich nicht bekannt. Ah, der ist gesteppt, ne? Ich glaube, der ist gesteppt am Ende. Oder halt schon ziemlich von Anfang an. Alles klar, gut. Dann war das klar, dass er ihn gehört hat. Also, ich denke schon, dass er irgendwie was im Busch ist. Es muss natürlich nicht sein. Wenn ich bei uns die High Games anschaue, dann kann das so ein typisches Spiel gewesen sein von einem Larry zum Beispiel oder Azkaban, Sneasel und Co., die irgendwie richtig Pech gehabt haben über das gesamte Spiel und dann nochmal richtig aufdrehen am Ende und sich Autosnipe holen und halt ein bisschen reinfacken. Das kann sein. Ich habe hier zu wenig Evidenzien, um was zu drücken, aber Aim Assist und Vision Assist, da war die Fishy-Haftigkeit auf jeden Fall vorhanden über dieses Overwatch. Dennoch nicht genug, um ihm wirklich was zu drücken. Denn wie gesagt, solche Shots sind problemlos machbar, die Sachen. Auch die Mini-Predictions, die er hatte, wobei die ja nicht wirklich vorhanden waren, aber auch die waren problemlos. Also No-No und Nein. Und bei Griefing könnte man das jetzt auf das Goldwägelchen legen und sagen, hey, der hat die eine Runde, die wir gesehen haben, hat der am Anfang nur rumgestanden. Wer weiß, wie oft er das davor schon gemacht hat, dass er nur rumgegammelt ist. Er hat auch seine Mates ein, zweimal geflasht, aber aus Versehen. Und ja, hätte einen fast genadet, hätte, zählt ja nicht da rein. Aber er war schon irgendwie neben der Spur. Aber auch da würde ich ihm jetzt nichts drücken, weil wir haben nur die eine Runde gesehen oder das bisschen gesehen, was wir nun mal gesehen haben. Und da kann man schon sagen, naja, der ist halt ein bisschen blöd unterwegs gewesen. Wenn ich jetzt aber genau wüsste, dass er eine weitere Runde davor, eine würde mir schon reichen, auch einfach nur am Spawn-Dom gestanden wäre, dann würde ich ihm auf jeden Fall Grief drücken, weil das halt einfach antisocial und vor allem anti-competitive ist. Natürlich auch disruptive. Ne? Man möchte ein Go machen und er macht nicht mit, weil er rumgammelt. Das ist halt blöd. Gut, meine Damen und Herren, dann lösen wir das Giveaway noch auf. Und da gab es Folgendes. Und dafür machen wir richtig locker diese Statric USPS Cortex. Was wow, wow. Diese Cortex ist das aktuelle YouTube-Giveaway gewesen. Man musste dazu, glaube ich, nur schreiben, ob man Holy kennt und oder schon mal probiert hat. Also hier mein Partner Holy. Auch alles in der Videobeschreibung, wer mal reingucken möchte. Und ja, da gucken wir jetzt rein. Dafür gebe ich den Link hier ein. Wir filtern die duplizierten User wieder raus, schreiben hier, lösen hier diese Rechnung 12 und röcheln einmal rein. Ah, 91 Kommentare. Holy shit. Leute, so viele Kommentare hatte ich, glaube ich, schon seit Jahren nicht mehr. Wirklich seit Jahren. Vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich über alle und ich kommentiere auch, also beantworte noch alle. Nur es sind deshalb gerade ziemlich viele alleine schon bei dem und wenn man dann noch alle anderen Videos nimmt, im Moment kommen ja so jeden dritten Tag Videos und ja, aber ich bin dahinter, keine Sorge. Der Gewinner ist, sofern er auch über Holy geschrieben hat, wir Zeit für eine Operation, habe aber das Gefühl, dass nichts etwas. Übrigens, Dead Roll, alles Gute für diese USPS, denn du hast hier unten ja auch über Holy geschrieben. Nächstes etwas richtig dickes kommt vielleicht zu Haus 2, Hopium, das hoffe ich natürlich auch. Holy habe ich noch nicht probiert, bin irgendwie kein Freund von diesen Pulvergetränken. Vielleicht probiere ich es irgendwann mal. Warum nicht, Deadroll? Warum nicht? So, du bekommst also die StatTrak USPS Cortex. Und um die zu bekommen, machst du einfach Folgendes. Du schreibst mir erstens hier unter dieses Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und du gehst bei dir auf deinen YouTube-Account und schreibst mir dann einfach in der Beschreibung, in der Kanalinfo, deinen Trade-Link rein. Du schreibst einfach hier deinen Trade-Link oder halt hier irgendwo dazu. Und dann pick ich mir den da raus, schick dir das Teil und dann kann es losgehen. Und natürlich gibt es auch wieder ein neues Giveaway hier auf YouTube. Und zwar gibt es diese leckere Glock 18 Bullet Queen zu gewinnen. Super Teilchen, ich weiß. Wenn ihr hier mitmachen wollt, macht ihr Folgendes. Ihr schreibt einfach zu eurem normalen Kommentar, den ihr hier schon verfasst habt, mit dazu, dass ihr beim Giveaway mitmachen wollt und schaut euch dann das Video an, das vor 2 Tagen erschien. Das war ein Daddy Skins Video, da schaut zumindest mal rein. Da habe ich ein bisschen reingegambelt, Partnerschaft mit denen ist am Start. Und unter diesem Daddy Skins Video kommentiert ihr dann auch, was weiß ich, irgendwas zum Video und es muss die Codephrase Bullet Queen mit dabei stehen. Also ihr packt das einfach in euren Kommentar damit rein. Falls du bereits dort kommentiert hast, kannst du einfach deinen Kommentar bearbeiten, deinen Daddy Skins Kommentar und Bullet Queen dazu schreiben. Also, ja, Hayabina, meine Damen und Herren, wir sehen uns somit in wahrscheinlich 2 Tagen beim nächsten Video oder wann kommt das Video? Wahrscheinlich am Mittwoch, ne? Gut, da ist kein Livestream, außer vielleicht ein Random-Stream, aber dann sehen wir uns morgen im nächsten Livestream um 18 Uhr, also am Donnerstag oder im nächsten Video in wahrscheinlich 2 Tagen. Haut da rein, vielen, vielen Dank für alles, Kuss auf die Nuss, danke für die Kommentare, für die Likes, fürs Schauen und so weiter und so fort und later!
mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen, dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gehen wir deine dicken fetten Mutter auf die Insta.